Hallo liebe Leute, willkommen, hier ist euer Sistra aus Gran Turismo 7 und zwar möchte ich heute mit euch so ein bisschen meine Meinung zu dem Spiel mal teilen. Ich habe das jetzt schon einige Stunden gespielt, ich habe einiges freigespielt, habe mir schon einen ganz guten ersten Eindruck verschafft und möchte so ein kleines Review dazu machen und ja, wie gesagt, meine Meinung dazu mit euch teilen. Wir fangen ja an, also das erste Mal, wenn man das Spiel startet, bekommt man auch relativ gleich das neue Feature zu sehen, die Musik Ready. Ja, das ist so das Hauptmenü, wo man das auswählen kann, auf die Weltkarte zu gehen oder die Musik Ready zu spielen. Das wird einem hier auch gleich vorgeschmissen, die Musik Ready, quasi auch so ein bisschen als Tutorial, wo man die Einstellung aufmacht, wie man fahren möchte. Ja, und dann kriegt man die halt vorgeschmissen, muss die einmal fahren und kann dann auf die Weltkarte zugreifen. Was ich euch sagen kann, ist, Gran Turismo 7 ist nicht so offen wie die anderen Spiele der Reihe, sondern es ist wesentlich linearer. Das müsst ihr wissen. Wir gucken mal kurz in die Musik rein. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich fahre die jetzt auch nicht. Ja, sondern ihr habt hier halt dann Sachen zur Auswahl. Ihr müsst die erst freispielen, die nächsten, indem ihr quasi die hier besteht. Ja. Und dann fahrt ihr quasi und die Musik spielt und da läuft halt die Beats runter. Es ist jetzt ein netter kleiner Modus, nichts Spektakuläres, finde ich. Nette kleine Ergänzung. Hätte es Not getan. Na. Okay, ich will mir mal was angucken. Wir gucken mal kurz auf die bekannten Probleme. Na, da gucken wir mal rein. Rennanzeige, das ist das neue Brand Central, wird irgendwas wegschicken, Z-Trend, Drift-Trend noch Shop, so weiter. Da ist jetzt nichts Neues, oder? Fahrzeugeinstellung in der Kurven, G-Kraftanzeige. Zu übertragen wird, genau, das ist Position meine Seite. Okay, ich habe noch was so zu Rennfotos, Trophies. Bronze Free Raymaster, great. Das heißt, das Ding hat noch einige Fehler. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Und zwar einige doch relativ gravierende Fehler. Das ist aber nicht so das Größte. Ich wollte kurz mal mit durch reingucken. Außerdem möchte ich dieses Game Progression. Ich will mal reingucken. Ist natürlich auf Japanisch. Geil. Gibt es das auch nicht auf Japanisch? Ansonsten ist das natürlich total geil. Was soll der Scheiß? Ja, es ist Review zum Spiel, aber das ist wichtig. The World Map Pavilion, does it open properly in the line of the Game Progression? Okay, weiß ich jetzt nicht. Changes to the car settings are not reflected in the settings. Or cannot be saved. Okay. Menu Boot Number 6, Tuner Classic car becomes impossible to progress. Nein. Modify Settings, one Menu Book. Okay, das scheint zum Bug zu gehen, der das auslöst. Das Problem hatte ich jetzt nicht tatsächlich. Wir gucken auch mal die Weltkarte an. Ja, das ist ja so der Haupthub, die Hauptgeschichte. Das sieht so aus. Ja, da gibt es ganz verschiedenste Dinge. Angefangen von den Missionen. Da gucken wir mal ganz kurz rein. No, die sind halt unterteilt so in mehrere Geschichten. Die Dinger schaltest du frei, schaltet man frei mit der Sammlerstufe. Das ist halt so das Spielerlevel hier. Ja, seht ihr dort? Hier rechts daneben, hier ist die Sammlerstufe. Je mehr du sammelst, desto höhere Stufe kriegst du. Ja, das heißt, hier steht das Sammeln sehr im Vordergrund. Und ansonsten ist das so ein bisschen, wie man es kennt. Ja, der Pass, Rennen, der Pass und so weiter und so fort. Dann gibt es Beyond the Horizon. Hier gab es, war das hier? Nee, Driftmission gibt es hier. Pylonenrostung kennt man auch schon. Aber es gibt was Neues, und zwar die Beschleunigungsrennen. Mit manuellen Schalten und so. Tatsächlich ziemlich cool. Da gibt es Spritsparen, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber es sind Dinge, die kannte ich auch noch so nicht. Bin ich aber noch nicht so reingegangen tatsächlich in die Mission. Haben wir auch. Dann haben wir die allseits berühmten und berüchtigten Lizenztests wieder. Und ja, die sind so hart wie in den letzten Teilen. Die sind sowas von brutal. Die Goldzeiten zu erreichen ist teilweise, sieht ziemlich unmöglich aus. Ich glaube, hier muss es auch ein Rebalancing geben. Ja, die ersten beiden hast du. Und die sind teilweise auch Voraussetzungen für einige Dinge tatsächlich auch. Nicht so wie das beim Fünfer zum Beispiel war, wo du die nicht zwingend brauchtest, sondern die waren eine Ergänzung. Hier sind die tatsächlich notwendig. Ja, es ist teilweise super schwer, hier das Gold zu fahren. Was aber auch an bestimmten Punkten liegt, zu denen ich noch komme. Die Zeiten sind wirklich sehr, sehr knackig. Was haben wir noch? Der Gebrauchtwagenhändler ist zurück. Ja, wir gucken mal kurz rein. Ja, da kriegt man doch einige nette Auswahl. Und der hat eine gewisse Relevanz für was Bestimmtes. Außerdem kann man hier einige nette Sachen noch so mal kaufen. Ihr seht, ganz coole Auswahl. Touring Car und so weiter. Man kriegt hier schon aus, auch den Countach.
Der ist aber vor allem was anderes wichtig, wie den zentralen Element. Dazu komme ich noch. Ja, Brand Central kennen wir schon aus Sport. Ja, ist der ganz normale Händler, wo man halt Autos kaufen kann. Das Symbol darüber bedeutet hier, man kriegt irgendwie eine Einladung, dass man ein besonderes Auto mal kaufen kann. Dann gibt es den Sport-Modus, halt das Online-Modus, kennt man von Sport. Legendäre Autos, da guck mal rein. Da ist der dritte Händler. Ja, da hat man hier so eine nette kleine Auswahl, das ist der sogar jetzt ausverkauft. Das ist allerdings wurscht, ich habe den ja bekommen, die kriegt man auch schon vom Anfangsteil. Die Dinger sind super teuer, ihr seht das auch. Ja, aber man kriegt hier schon eine nette Auswahl. Die wird wahrscheinlich irgendwann auch nochmal geändert. Und aktualisiert, denke ich doch mal. Dann haben wir natürlich den Multiplayer, das ist halt ganz normal Lobby und Splitscreen. Wir haben hier hinten die Garage, ganz normale Übersicht über eure Autos, hat aber noch ein kleines zusätzliches Feature, was ganz cool ist. No, man kann normales Fahrzeug wechseln, Fahrzeugeinstellung etc. Käse mit Geschenke, da kriegt man halt, das ist halt auch entwertet, das ist ein bisschen anders. Wobei ich überlege gerade, ob das auch beim 6er so war oder beim 5er. Ich habe die zu lange nicht mehr gespielt tatsächlich, ob es die auch dort so gab. So, das sind diese Roulette-Tickets, aber ich glaube, die gab es dort auch. Tuning-Teile, man kann über die Roulette-Tickets Tuning-Teile kriegen. Und dann kann man hier seine Autosammlung angucken. Ich habe aktuell 43 Autos. Man kann sich die Marke, was man hier so hat. In Deutschland hat man eine Volkswagen Beetle. In 3 Evolution und so weiter. Man kann sich hier was dazu durchlesen. Das ist sehr cool tatsächlich. Wirklich was für die Autofans. Absolut cool. Finde ich sehr gut. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Na, das ist die Garage. Dann hat man natürlich GT Auto ist back. Klar. Fahrt und Pflege, ganz normal, Auto anpassen, Spoiler, Felgen und so weiter und so fort. Und die Fahrerausrüstung aus Sport ist auch wieder mit dabei. Nur. Das ganz normale, wenn ihr es kennt, kennt ihr es. Dann hat man auch den Tuning Shop. Der ist relativ breit, aber wie ich finde, nicht so ganz sinnvoll tatsächlich. Man schaltet das hier oben tatsächlich über die Sammlerstufe frei. Und sobald man spätestens rennfrei hat, wird diese Sportgeschichte komplett irrelevant. Das ist so irrelevant dann. Ja, teilweise irrelevant. Außer wie Gewichtsreduzierung und den Sportreifen. Zu den Reifen komme ich gleich noch. Und da gibt es halt mehrere Kategorien. Man hat Sport, ihr seht. Sportcomputer, Sportluftfilter und so weiter und so fort. Clubsport. Da kann man halt schon ein bisschen was mehr am Motor noch machen. Nur, was teilweise nicht so viel bringt. Ja, kann bessere Bremsen reinnehmen. Differentiale, Mattstreifen, Ballast etc. Den möchte ich mal ausprobieren, by the way. Den kaufe ich mir mal. Ah, jetzt kommt das, was mich nervt mit der Steuerung. Jedes Mal, wenn du das gemacht hast, ich drücke jedes Mal automatisch auf Kreis, um zurückzugehen. Ja, da gehst du automatisch raus. Kannst hier auch mit R1 und L1 natürlich durchgehen. Da gibt es Semirennen, gibt es noch ein paar bessere Computer, Turbolader und so weiter und so fort. Na, mehr Gewichtsreduktion. Was jetzt bei dem hier, glaube ich. Achso, nicht Sprüde, weil ich die zweite auch nicht mitgenommen habe. Na, da gibt es natürlich komplette Rennen. Da gibt es Anti-Lag-Systeme hier für Turboladung, dass der halt kein Turboloch hat. Besseren Luftfilter und so weiter und so fort. Hier gibt es einen Haufen Zeug, was man machen kann. Relativ cool. Da gibt es hier auch die Rennreifen. Die wollt ihr auch, glaubt's mir. Und da gibt es Extrem, was irgendwie völlig daneben ist. Wo ich mich frage, warum sind hier Intermediate und starkere Reifen bei Extrem? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die Teile sind teilweise brauchst du die wirklich auch. Das ist wichtig. Na, dann hast du hier Keramikbremssystem, was hier nicht mehr bringt als das Rennsystem hier eigentlich. Dieses Extremteil, das macht hier gar keinen Sinn. Das hier macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwie. Außer Lachgas, was so teuer ist, dass das kein Schwein braucht. Neuer Motor, das ist halt kompletter Reset vom Motor. Warum willst du das machen? Warum will ich den auf Werkseinstellung zurücksetzen? Wozu? Warum will ich die Karosserie zurücksetzen? Das macht keinen Sinn. Ja, das finde ich macht nicht wirklich Sinn. Also, da hätte man Besseres machen können. So, das ist der Tuning Shop. Dann hat man Präsentationsraum. Das ist halt, wir gucken mal kurz rein. Es ist ja halt Fotos, Capes und so. Dieser ganze Kladderadatsch. Ja, scheint auch tatsächlich mittlerweile eine wichtige Funktion zu sein. Wir gehen mal raus. Na, also das hat es auch hier wieder reingefunden. Dann gibt es hier, dazu komme ich gleich mal. Da gibt es hier noch Capes, genau, Entschuldigung.
Genau, da gibt es hier die Weltstrecken. Die Strecken sind hier anders dargestellt. Das ist nicht wie in den alten Spielen oder älteren Teilen, dass man quasi eine Übersicht hatte, auch über das Portis-GT-Modus quasi. Das ist hier ein bisschen anders. Es kann sogar sein, dass vielleicht so eine Art GT-Modus hier nochmal reinkommt. Hier ist es ein anderer Modus. Der Modus ist ein anderer. Sondern über die Weltstrecken. Das heißt, du suchst dir eigentlich nicht aus, wo du, was für ein Cup du fahren willst, sondern du suchst hier aus, wo du fahren willst. Die haben das quasi umgedreht. Das führt allerdings auch zu gewissen Problemen. Wir gucken mal rein. Ich habe nicht alle freigeschaltet. Ihr seht, die schaltet man erst mit der Progression weiter frei. Man hat die auch nicht alle am Anfang. Das ist auch so eine Sache. Ja. Na, hier habe ich ein bisschen was noch nicht geschafft tatsächlich. Wobei hier gibt es ein Symbol, was ich jetzt gerade nicht so ganz verstehe. Na, das war echt kurz zu schnell. Entschuldigung. Was haben wir hier? Wir haben den Trial Mountain. Auf den gehe ich mal kurz ein. Den gucken wir uns an. Denn hier ist ein bisschen was passiert. Und hier hast du dann noch, was du hier fahren kannst. Da gibt es hier den Treffpunkt. Da kann man, glaube ich, wie ihr seht, Treffpunkt können sie einfach mitspielen und aus der so Online-Fahrten treffen. Sehr, sehr cool. Man kann Arcade-Rennen fahren. Hier gibt es auch die Streckenerfahrung. Da gehe ich mal kurz drauf ein. Denn der Trial Mountain ist back. Das ist die klassische Strecke. Wer sieht die Veränderung? Wer sieht, das Ding hat eine kleine Überholung von der Streckenführung bekommen, nämlich die letzte Schikane ist anders. Ich glaube auch, der Anfang ist ein bisschen anders, aber ich glaube nicht ganz so. Aber vor allem diese letzte Schikane ist anders. Ja, die haben auch die Streckenführung zum Teil geändert. Zeitrennen habe ich noch nicht ausprobiert. Nur vorwärts, rückwärts. Driftrennen gibt es hier anscheinend auch und Benutzerrennen. Ja, ihr seht, was ich hier so ein bisschen freigeschaltet habe. Daytona-Aspekt finde ich super cool. Ansonsten sind ziemlich die Strecken, die wir von Sport auch schon kannten. Europa. Hier will ich nämlich auch auf etwas eingehen. Brands Hatch, Goodwood, Alsace, wir kennen's. Alsace hat tatsächlich eine zusätzliche als zweites Layout bekommen. Die Teststrecke. Und das ist ein relativ kurzes Layout, aber ein ziemlich cooles tatsächlich. Recht cool. Sarge hat ein zweites Layout bekommen. Sehr cool. Super cool. Die Forest ist back. Ich gehe mal auf die Streckenerfahrung. Wer sieht den Unterschied bei die Forest? In die Kommentare, Leute. Ja, die haben sich auch die Streckenführung geändert. Nämlich hinten auf der Innenseite. Da ist jetzt eine ziemlich enge Hahnadelkurve. Das war vorher nicht der Fall. Da hattest du, wenn ich mich richtig entsinne, eigentlich zwei relativ schnelle, zwei oder drei schnelle Linkskurven quasi. Das ging quasi wie so rechteckig dort hinten rum. Und jetzt haben sie es dort gemacht. Nach der langen Geraden kommt eine ziemlich enge Hahnadelkurve. Ziemlich coole Änderung. Gefällt mir gut. Auch sowas haben die hier gemacht. Sehr cool. Ja, Monza, Sardegna, wir kennen es eigentlich alle. Der Dragon Trail ist da, Red Bull Ring, Nürburgring, Alsace. Na, wie gesagt, Asien und Ozeanien auch nichts Neues mit Fuji, Suzuka, Tokyo Express, immer Panorama, etc. pp. Na, geht auf. Suzuka bin ich noch gar nichts gefahren. So, das ist so Ding jetzt. Und unten habt ihr es gesehen, ich bin jetzt etwas zu schnell gewesen. Da kriegt man Meisterschaften freigeschaltet mit der Zeit. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man hier die Progression? Wie kommt man an die Rennen? Und dafür ist das zentrale Element, was witzigerweise auch tatsächlich genau zentral in der Mitte steht, wie mir gerade auffällt, das Café. Ich hatte eigentlich, als ich mir so das, die, 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 also diese PlayStation Plays hier dazu angeguckt habe, bin ich eigentlich so ein bisschen davon ausgegangen, ja, das Café ist so eine nette Zusatzgeschichte. Ja, wo man dann so ein bisschen die Sammlung aufbauen kann und eigentlich fährt man im Digitalmodus. Nein. Von wegen, da haben sie uns aber ganz schön verarscht. Das muss ich ganz klar so sagen, weil so klang das. Das ist nicht der kleine Edition. Nein, das Café ist das zentrale Element. Wir gucken mal rein. Das Café ist das absolut zentrale Element. Ihr habt irgendwelche Pappnasen, die dich zulabern? Wir machen es einfach mal. Ja, die erzählen dir dann hier was über die Autos. Dann kann man dir die Trophäen angucken für die Meisterschaften. Ja, ich habe schon ein paar Sachen gefahren. Der Trial Mountain Cup, am Rennerschildort muss wieder voll sein. Was sehr cool ist, wenn man diese Meisterschaften hier freischaltet, denn man schaltet die Rennen und Geschichten hier über dieses Menü frei. Wir gucken mal kurz in die Sammlung. Ja, hier seht ihr das. Na, man hat ganz schön viele hier und schaltet verschiedene Sammlungen mit Bildern und so frei. Man muss ganz klar sagen, was man sehr, sehr fühlt, ist die Liebe in diesem Spiel. Hier steckt viel Liebe drin. Ja. Genau, läuft, dann hat man hier ein Archiv.
Und darüber schaltet man halt diese Rennen frei. Über die Rennen kann man quasi diese Autos als Preis gewinnen. Man muss quasi die Sammlung abschließen, um voranzukommen. Um tatsächlich auch im Spiel voranzukommen und neue Dinge freizuschalten. Das führt dazu, dass das Spiel ziemlich linear ist. Ja. Ich laufe hier gerade mit der Meisterschaft, die schaltet man darüber auch frei. Ja, läuft. Die müsste ich jetzt fahren. Ja, also das nächste. Und wenn ich die jetzt gefahren habe, schalte ich dann das nächste frei. Da kriege ich hier auch Belohnungen und so weiter und so fort. Das führt dazu. Also das ist einerseits irgendwie cool, weil du hast diese Sammlungsgeschichte und hast die Sammlungen, kannst viel über die Autos erfahren. Was ziemlich cool ist. Das Problem dazu ist, das Spiel ist nicht offen, sondern dadurch komplett linear. Vorher mit dem GT-Modus konntest du halt frei entscheiden, was du fahren möchtest. Das kann ich jetzt nicht. Wenn ich Progression machen möchte, muss ich jetzt die Meisterschaft fahren. Und dafür müsste ich teilweise auch die Lizenz machen. Das finde ich halt nicht gut. Und das finde ich halt jetzt nicht so wirklich gut. Es ist nicht komplette Katastrophe. Ich finde es aber nicht so schön wie bei den alten Spielen, um da einfach frei was zu machen, was du wolltest und viel, viel freier warst. Ja, ich habe jetzt Lust mit FR Cup zu machen. Ich habe jetzt Lust Sonic Cup zu machen. Ich habe Lust jetzt mit den GT-Autos zu kaufen, zu fahren, weil ich mal eins irgendwo gewonnen habe. Nein, du musst hier linear nacheinander alles aber abarbeiten. Und dann kriegst du auch erst die Sachen freigeschaltet. Das finde ich, wie gesagt, nicht so sehr schön. Ich weiß ich nicht. Geht meines Erachtens nach nicht in die beste Richtung, weil es einfach linear ist. Das ist unschön. Und wenn du irgendwo hängen bleibst, du musst es schaffen. Dann kann das auch mal sehr frustrierend werden. Und das ist, ja, das ist schwierig, finde ich. Das finde ich schwierig. Es würde mich aber gar nicht so sehr stören, wenn nicht das schlimmste Problem von Gran Turismo 7 kommen würde. Und jetzt muss ich mir ganz kurz überlegen, wie ich das gerade mal aufziehen möchte. Denn einerseits gibt es die Sachen, die sind richtig geil. Und zwar, das schlimmste Problem von Gran Turismo 7 aktuell ist das Fahrgefühl. Meines Erachtens nach, ich weiß nicht, ob es die Fahrphysik ist oder eben was anderes. Wir gehen mal nach Europa. Ich möchte euch doch mal ein Rennen zeigen. Ja, nicht Europa, Quatsch. Asien-Ozeanien ist der. Nämlich auf dem Highspeed-Ring. Jetzt muss ich gucken, wo das war. Ah, war das bei der. Ah, shit. Nein, da machen wir mal ein Benutzerrennen. Wir nehmen mal. Nein, rückwärts. Da siehst du das besser. Rennt im Runde. Starterfeld ist mir eigentlich gerade Pumpe egal. Ich fahre gerne auch alleine, das ist mir wurscht. Na, Start. Windschatten hat eine Stärke. Kann man. Ah, kann man ja. Ich will was Bestimmtes. Genau, Wetterbedingungen. Voreingestelltes Wetter. Benutzerdefiniertes Wetter, genau. Streckennässe zu Beginn. Ich mach's so mal auf 100%. Ich will euch nämlich was zeigen, tatsächlich. Genau. Ich will euch nämlich was zeigen. So, wir starten das Rennen mal. Ich will euch mal nämlich was zeigen. Deswegen will ich in der Nässe fahren, weil die Nässe ist richtig geil dargestellt hier. Das ist richtig, richtig geil. Ja, das ist eine Sache, eine Fahrgefühl, die richtig gut ist. Die mir auch an der Fahrphysik unfassbar gut gefällt. Das kann man hier sehr gut sehen. Das möchte ich euch kurz zeigen. Das dauert jetzt einen Moment. Weil ich bin hier, ich weiß nur nicht, ob das Meisterschaft war oder eins dieser freien Rennen hier. Genau, mit dem. Das wird jetzt aber mit dem ziemlich ätzend. Jetzt muss ich mal gucken, wo auf den harten brauche ich hier nicht fahren. Wir fahren auf den Sportreifen. So. Ich will euch nämlich was zeigen. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hin. Dass ihr das seht, was ich euch sagen will. Wie geil tatsächlich diese Nasseinstellung hier ist. Ja, ihr merkt, es ist super nass. Ihr seht hier wirklich auch die Pfützen. Ich fahre jetzt mal vorsichtig. Müssen wir bis aus der Gischt raus. Ich lasse sie mal wegfahren. Dass wir aus der Gischt rauskommen hier. Dass wir mal was sehen. Ich will euch nämlich ein bisschen was zeigen, was optisch und grafisch einfach geil ist. Na, vom Fahrgefühl, ich kann jetzt hier durchbeschleunigen. Das ist es nicht. Oh, Junge, wie viele sind das noch hinter mir? Verschwindet. So, jetzt sind wir hier nämlich auf dem Nassen. Ich zeige euch mal zwei Dinge hier. Und jetzt hast du hier nämlich den Tunnel. Das habe ich jetzt auch am Sauna umgebaut optisch. Jetzt geht es jetzt trocken. Das habt ihr jetzt gar nicht so gesehen tatsächlich. Jetzt bremse ich.
im Trockenen und rutscht hier weiter raus. Ziemlich geil. Diese Unterschiede von trocken auf nass, das sieht sich hier sehr brutal. Aber auch auf nasse fühlt sich gut an. Jetzt mache ich mal was. Ich fahre mal durch Dinge. Jetzt, ihr seht hier das Wasser schwappen tatsächlich. Wenn ich aufs Gras fahre, ihr seht das Wasser schwappen hier raus. Wie das Wasser hier schwappt. Die Pfützen, ihr seht hier die Pfützen. Optisch einfach geil, oder? Das ist total geil, habe ich super gefeiert. Es trocknet ab, okay. Und jetzt wird es halt immer trockener. Und das seht ihr hier unten, es ist unten links tatsächlich ein Wassermeter. Sehr cool. Hier sind wir, hier die Pfützen kommen tatsächlich. Und das wundert mich, denn jetzt hier auf den Nassen fährt das sich super geil tatsächlich. Und das Auto fährt sich ziemlich geil. Ja, und da passiert das. Sofort das Heck weg. Heck ist sofort weg und der macht hier einen 1350 Grad Drehung hier. Weil das Heck sofort weg ist. Das ist absurd, Alter. Das ist so absurd. Ja, ich fahre jetzt noch mal ein Stückel. Sehr cool, auch hier die Pfützen und so. Ihr seht sie, ist super cool. Es ist schon super cool tatsächlich. Das im Nassen ist sehr, sehr geil. Mein Gusser, what the hell. Geile Autos. Ja, schön im Driften, ja. Da zeige ich euch gleich mal eine Fahrt im Trockenen. Wunderstrecke. Jetzt gehe ich hier raus und hier merkt ich sofort, das ist sofort eine ziemlich große Änderung am Grip. Ja, du fühlst hier, das ist die Strecke, wo du das sofort merkst, wenn du in den Tunnel gehst. Den Unterschied zwischen nass und trocken, wobei es jetzt trocken ist, du merkst es nicht so stark. Aber dort hast du es halt geil gemerkt und draußen halt schön die Pfützen hier und sowas. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig geil. Die Gischt und so optisch und nass und super geil. Aber das ist nicht, was mich am meisten stört tatsächlich. Dazu komme ich gleich. Wir fahren das kurz zu Ende. Ein paar Meter fahre ich jetzt noch. Ja, hier wird schon ziemlich trocken. Ihr seht jetzt auch eine etwas trockenere Linie hier. Das, diese Linie wird schon trockener, man sieht. Hier ist keine Gischt. Wenn ich jetzt rausgehe, knallt hier wieder die Gischt und hier wird es nass. Sehr cool. So, haben wir kurz zu Ende gefahren. Ist sehr, sehr cool tatsächlich. Super cool. Das ist geil. Also die nassen Bedingungen und es wechselt auch. Ja, und das kann halt auch im Rennen wechseln. Was teilweise cool ist, weil der 2-3-Runden-Rennen allerdings zum Teil ziemlich asozial ist. Na, zum Teil ziemlich asozial sein kann, weil einfach du startest auf trockenen Reifen und plötzlich wird's das. Da startest du das Rennen neu, du startest auf trockenen Reifen oder auf Sportreifen, es bleibt trocken und das ist halt ein bisschen, das müssen sie noch überarbeiten. Das ist eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Aber jetzt komme ich mal zu dem, was mich tatsächlich mit Abstand am meisten stört an dem Spiel. Mit Abstand. Die Frage, wo gehe ich dorthin? Die Forest wird sich auch anbieten dafür. Ich überlege gerade. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich, wo ich das jetzt euch zeige. Die Forest bietet sich auch ein bisschen an dafür. Eigentlich fast. Ja, die Forest bietet sich auch an. Wir machen mal Benutzerrennen, aber nicht mit dem Auto. Wobei, doch, ich gehe mal mit dem Auto rein, mal gucken, ob es mit dem Auto aussieht. Das bietet sich an. Okay, kann man noch mal wechseln, cool. Dicke Wolkendecke, okay. Sehr schön. Wir fahren mal mit dem Auto, mal gucken, ob man das mit dem sieht. Ich weiß nicht, ob man das mit dem sieht. Auf jeden Fall mit den Kompetitionen war das sehr, sehr auffällig. Was mein Problem mit diesem Spiel ist, und zwar mein größtes Problem. Natürlich ziehe ich den Vergleich auch mit Gran Turismo Sport. Den muss man ziehen, weil Gran Turismo Sport ist für mich im Thema Gran Turismo das Nonplusultra, was das Fahrgefühl angeht. Das war so genial in Gran Turismo Sport.
dass es mich halt gleich wirklich gegriffen hat. Ja. Jetzt muss ich kurz mal was gucken. Ich bleibe mal auf den harten Sportreifen. Ich hoffe, da sieht man das ein bisschen mehr. Ich glaube auf den, genau. Und hier habe ich das Sport, das ist egal. Weil man das, da sieht man das, glaube ich, noch ein bisschen mehr als auf den Rennreifen. Wir fahren mal. Dann zeige ich euch das, was ich meine. Das wird man in der ersten Kurve gleich schon sehen. Wobei ich glaube, bei dem jetzt nicht so. Ja, ihr seht schon so ein bisschen, denke ich. Die neigen sehr zum Untersteuern. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, das war jetzt nicht gut gefahren. Und ihr merkt, das Gripniveau auf den Sportreifen ist absolut nicht gut. Der untersteuert massiv. Ihr merkt ja das. Ihr merkt es, oder? Gerade in so langsamen Kurven merkt man das auch. Hier wird man es noch nicht so merken. Das ist eine Kurve, hier merkt man es auch nicht so tatsächlich. Bin gespannt in der Kurve, ob man das merkt, ob ich euch das so zeigen kann. Nein. Hier komme ich auch sehr gut drüber, okay. Das ist der, ist hier wirklich gut anscheinend. Bin mal gespannt, wie man das, ob man das jetzt hier sieht in der Dingens. Ihr seht aber auch die Lichtschattenveränderungen hier tatsächlich bei Tunneln. Die sind krass. Die sind ein bisschen zu krass, finde ich. Okay, das habe ich jetzt auch komplett überschossen. Aber jetzt merkt ihr es. 40 und ich komme null rum. Ich dreh nochmal um. Ja. Ich will ihn nochmal anfahren. Oh, du rutscht, Alter. Aber ich glaube, ihr habt so ein bisschen gesehen, worauf ich hinaus wollte. Geht's hier mit 60 rum? Ja, mit dem Auto ist es noch nicht so gravierend. Ne, mit dem ist es nicht so gravierend tatsächlich. Selbst auf Sportreifen, der ist recht leicht. Da ist es nicht so gravierend, aber der ist so wahnsinnig. Ich wünsche mir auf den Heck, aber das wäre jetzt natürlich so ein bisschen Nennung auf den. Ja, voll eingelenkt und weg ist der. Okay, das liegt daran, dass du sehr hart einlenken musst. Ja, ja. Ach, der Gott. Ja, hier hat man es jetzt nicht so gesehen. Es gibt Autos, die sind eigentlich gut wie unfahrbar. Ich überlege, ob ich euch jetzt das mal zeige, worauf ich hinaus will. Ihr habt es nicht gesehen. Aber das ist so mein größtes Problem mit dem Spiel, ist das Fahrgefühl. Was leider nicht annähernd so gut ist wie bei Gran Turismo Sport. Es ist nicht annähernd so dynamisch, nicht annähernd so schön direkt. Und es fühlt sich einfach nicht so gut an. Gran Turismo Sport war das einfach geil, war das Feeling einfach geil, weil die Wagen sofort direkt darauf reagiert haben, was du gemacht hast. Hier ist das teilweise ein bisschen komisch, zumal die einfach sehr zum Untersteuern neigen. Ich will euch das wirklich mal zeigen. Wir wechseln mal das Auto. Wir wechseln mal das Auto. Mit den Kompetitionen kannst du das auch ganz gut sehen. Gut, der ist deutlich schwerer. Der krasseste Fall ist der Clio. Das ist der krasseste Fall, wo du das siehst. Wir gehen nochmal auf die Forest. Da zeige ich euch das. Mit dem siehst du das brutal. Mit dem siehst du das richtig krass. Ich gucke nochmal kurz, was ich für Reifen auf dem drauf habe. Okay, ich habe hier sogar die weichen Sportreifen dabei. Gut. Das heißt, am besten fühlt sich an, auf Sportreifen geht's noch, aber am besten fühlt sich halt wirklich an auf Rennreifen. Ja, da hast du noch so häufig das Gefühl, was annähernd an Gran Turismo Sport drankommt, an die Dynamik, an die Stelligkeit, an das direkte Kurven einlenken, ja. Und die neigen hier super hart zum Untersteuern. Ich zeige euch das jetzt mal mit dem Teil. Wir gehen nochmal auf den Deep Forest. Mal auf dem anderen hast du es jetzt nicht so gravierend gesehen. Bei dem ist das richtig gravierend. nein, falsch. Hier wollte ich hin.
Weil hier genau diese Hanal ist das, wo es am meisten sieht. Ich gehe mal aufs Zeitrennen. Wir fahren mal im Morgengrauen. Das ist auch cool, die Zeitenwechsel und so weiter bei den Rennen sind cool. Aber das sind so Sachen, die könnt ihr euch selber dann mal angeben. Die sind sehr, sehr geil tatsächlich. Ja. Und du fängst im Dunkeln an und es wird dann kontinuierlich heller und so. Das ist schon geil. Ja. Aber auch, wie gesagt, sehr schön, diese Lichtveränderungen im Tunnel. Die sind wirklich krass. Das hast du schon gesehen, die sind wirklich krass, wenn du rausfährst. So. Na. Hier könnte ich es auch wechseln. Ich bin jetzt auch sportweich, alles klar. Ich muss kurz aber eine Sache ganz kurz mir angucken. Ja, der hat nämlich auch einen Punkt negativer Sturz. Hat hinten aber auch nur eins. Gut. Der hat auch nur einen Sturz von 1. Okay. Okay, jetzt komme ich hier rum. Was ist denn das bitte? Hä? Lol. Okay. Wieso kommt der jetzt hier rum? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wir fahren mal die Runde. Denn normalerweise habe ich richtig Schwierigkeiten, um die Kurve zu kommen mit dem Teil. Kann aber sein, dass die hier schon irgendwas an dem Ding geändert haben. Wir gucken mal. Okay, hier komme ich jetzt auch ziemlich gut rum. Hä? Haben die irgendwas geändert? Ziemlich komisch. Weil das Auto ist eigentlich eine Katastrophe. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Haben die hier irgendwas geändert? Es gab doch keinen Patch. Bin ich jetzt bescheuert? Okay, auch hier komme ich jetzt drum mit 70. Hä? Was ist denn los mit dem Ding? Haben die ja was geändert? Weird. Sehr komisch. Mal gucken, wie das jetzt hier wird. Sehr komisch. Aber krass in den Tunnel hier, ne? Recht dunkel. Der ist auch noch beleuchtet hier. Sehr cool. Ich frage schon, wie das hier ist, weil ihr seht nicht, was ich meine. Ah, jetzt habt ihr es gesehen. Ah, jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt habt ihr es gesehen. Jetzt hat man es gesehen, der ist überhaupt nicht rumgekommen. Der hat so untersteuert. Gravierend untersteuert. Ja, ich war aber auch, glaube ich, tanken zu still in der Kurve, aber da war ich jetzt im 50 rum, vorher bin ich, glaube ich, mit 60 rumgekommen. Ihr merkt das, was das Problem ist. Die neigen etwas zu sehr zu untersteuern. Sehr schön. So, wir gehen mal raus. Beste Zeit 52,3. Okay, ihr habt es glaube ich gesehen. Wobei jetzt hat sich ziemlich gut angefühlt, witzigerweise. Ich weiß nicht genau warum. Das habe ich jetzt so ganz nicht verstanden, aber ihr habt es zumindest glaube ich gesehen, worauf ich hinaus will. Die sind teilweise super träge und gerade mit langsamen Kurven ist es sehr, sehr schwer rumzukommen zum Teil. Aber dass der ist jetzt hier, das war komisch. Also fühlt sich jetzt besser an. Weird. Sehr komisch tatsächlich. Ja. Überlege, aber wie gesagt, es ist trotzdem so mein größtes Problem, aber dass das Fahrgefühl eigentlich nicht so gut ist, wie das bei Gran Turismo Sport der Fall war. Deswegen bin ich halt mit dem Spiel noch sehr zwiegespalten. Ja, es ist ziemlich cool optisch, grafisch, eigentlich vom, ja, Fahrgefühl mit dem Unterschied von nass auf trocken ist es sehr, sehr gut umgesetzt. Gerade im Nassen halt auch mit dem Pfützen. Das ist geil. Viele geile Aspekte tatsächlich auch. Sehr schöne Auto. Sehr schöne große Autoauswahl tatsächlich. Halt auch die Historie zu den einzelnen Autos. Das ist halt schon cool. Ja, das muss man sagen. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Aber ich bin, ihr merkt, ich bin dann zwiegespalten, was das Fahrgefühl angeht. Das ist halt nicht so konstant, gleichmäßig, fluffig, flüssig, wie es bei Gran Turismo Sport der Fall war.
Das ist ja leider irgendwie nicht so ganz gegeben. Teilweise fühlt sich's mal sehr geil an und teilweise hast du das Gefühl, der Wagen untersteuert, der Wagen macht was komplett anderes. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es mal mit unterschiedlichen Wetterbedingungen auch zu tun hat, dass es mal anders ist vom Grip, wenn es mal kühler ist, dass es dann mal anders ist. Also, das weiß ich nicht so genau. Ich will mal was versuchen hier auf dem Lizenzcenter. Ja, eigentlich alles auf Gold hier bis auf die letzte. Die probieren wir mal. Das ist auch diese Clio RS Trophy hier oben. Mal gucken, ob sich das hier jetzt anders anfühlt. Oder ob ihr hier das seht, was ich meine. Dass die Autos neigen sehr zum Untersteuern. Du hast teilweise das Gefühl, dass das Gridniveau deutlich geringer ist und niedriger ist als bei Gran Turismo Sport. Es fährt sich aber einfach nicht so geil. Ja, es ist so ein bisschen das Problem. Es fährt sich nicht so schön. Ja. Ihr seht, mir fehlen hier 4/5 Zehntel hier. Eine halbe Sekunde fehlt mir hier. Aber das hier halte ich für möglich. Mal gucken, ob wir das jetzt sehen. Ja, ihr seht's. Ja, hier, ihr seht's. Jetzt hat man's gesehen. Der hat komplett untersteuert. Habt ihr es gesehen? Ja, es sind Komfortreifen. Dann müsst ihr aber die Grip der Komfortreifen deutlich erhöhen. Ihr habt's gesehen, wir probieren es nochmal. Und ich habe eigentlich gut angebremst. Muss hier mit 40 km/h rumfahren, Alter. Jetzt habe ich sie halbwegs getroffen. Mit 40 km/h muss ich dort rumfahren. Weil der so zum Untersteuern neigt. Weil das Auto so krass untersteuert. Das ist sogar eine Verbesserung. Nein. Es ist sogar nicht mal Silber. Es ist sogar bei weitem nicht mal Silber, Leute. Es ist. Ja, ihr merkt, sobald du ein bisschen drüber bist, der untersteuert sofort massiv. Ich habe so das Gefühl, du hast dann teilweise Gripabriss. Also das Fahrgefühl. Und das hattest du bei Gran Turismo Sport nicht so extrem. Nicht in der Form. Und das stört mich hier wirklich dran, Leute. Das muss ich sagen, stört mich sehr daran. Alter, dass das Fahrgefühl zum Teil so scheiße ist. Und natürlich hier auch, dass diese Goldzeiten hier auch kaputt beim Lizenzcenter teilweise einfach völlig unerreichbar scheinen. Aber das ist nichts Neues, ja. Und ich hoffe sehr, dass hier noch einiges getan wird am Fahrgefühl, an der Fahrphysik. Dass potenzielle Grip auf den Asphalt ein bisschen erhöht wird, dass sich das etwas besser anfühlt. Ja, etwas mehr Richtung Gran Turismo Sport, weil das war wirklich Fahrgefühl Nonplusultra. Ja, meiner Meinung nach sehr, sehr geil vom Fahrgefühl. Witzigerweise, vom Fahrgefühl ist eine Sache besser als bei Gran Turismo Sport, nämlich auf Schotter. Da habe ich die Lizenzen ja auch schon ein bisschen gefahren auf Schotter. Und das Fahrgefühl auf Schotter, der Grip auf Schotter ist deutlich, deutlich besser als bei Gran Turismo Sport. Ja, ich würde hier fast lieber häufiger auf Schotter fahren als auf Asphalt, witzigerweise. Ja. Das ist halt schon so ein bisschen der Punkt. Also, was ist so ein bisschen mein Fazit? Wenn ihr das Fahrgefühl von Gran Turismo Sport liebt, dann bleibt da drauf. Ja, dann bleibt erstmal da drauf und holt erstmal Gran Turismo 7 nicht. Bis es sich potenziell irgendwann verbessert hat. Da würde ich euch versuchen, auch ein bisschen auf den Laufenden zu halten. Wenn ihr tatsächlich, und wenn ihr auch das Lineare nicht mögt, dass ihr hier so linear durchgeprügelt werdet über das Café, sondern mögt dieses Offene, dieses vom GT-Mod, dass ihr macht, was ihr wollt, dann ist es auch schwierig, was für euch. Ja, wenn euch das nicht so stört, dann ist das Spiel schon geil. Das hat wirklich geile Aspekte und du fühlst wirklich die Liebe, die hier in diesem Spiel steckt. Ja, mit den Cutscenes, mit allem. Also, es ist schon vom Grundsatz her ein geiles Spiel, aber es muss noch ein bisschen was getan werden, dass es wirklich geil ist. Es ist nicht das beste Gran Turismo aller Zeiten. Dafür ist mir das Fahrgefühl einfach zu schlecht. Das muss ich ganz klar sagen. Ja, und ich denke, mit dem Fazit komme ich tatsächlich zum Schluss. Ich kann das Spiel, wie gesagt, durchaus empfehlen, außer wie gesagt, ihr mögt sehr das Fahrgefühl von Gran Turismo Sport. Und ihr mögt es nicht so linear durchgefahren zu werden hier. Dann ist es wirklich was für euch durchaus. Ja, also schon nicht schlecht. Das Potenzial ist sehr, sehr hoch. Es kann das Beste werden, aber die Entwickler müssen noch was tun. So, Leute, jetzt komme ich mal zum Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen hier. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.